So, jetzt bin ich hier im Windpark Uetze Nord, nördlich von Uetze. Den Windpark hat man in meinem letzten Video schon am Horizont gesehen. Ja, beim letzten Mal habe ich es nicht hingeschafft, jetzt bin ich heute hier. Ja, hier hat 2021 auch ein größeres Repowering stattgefunden. Hier standen auch kleine S70 und an deren Stelle wurden dann Nordex N149 gebaut. 4,5 Megawatt. Und das Geile daran ist, die Anlagen stehen auf super niedrigem Turm. Die haben 105 Meter Nabenhöhe. Das ist der kleinste Turm, auf dem es diese Anlage gibt. Und das sieht richtig fett aus. Richtig geil. Ja, 12 S70 kamen weg und dafür 8 N149. Hier steht eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, man sieht's, die Anlagen sind noch brandneu. Die stehen noch in alle möglichen Richtungen, sind scheinbar auch noch nicht ausgebolzt. Also die stehen ganz starr, sind noch nicht am Trudeln. Und eins der Blätter ist immer noch in den Wind gedreht und die anderen Blätter aus dem Wind. Macht man, glaube ich, so bei Anlagen, die noch nicht in Betrieb sind, dass sie sich nicht aufschwingen, wenn es zu stürmisch ist. Ja, dann steht hier noch Vestas 226. Damit hat man, glaube ich, den Park erweitert. Insgesamt drei Stück. Das haben die ja so 116 Meter Nabenhöhe, schätze ich. Eine, zwei. Und ich habe jetzt allerdings vier gezählt. Das ist die dritte. Fünf sogar. Ja, und dann hier auf der anderen Seite steht noch ein ganzer Komplex mit Vestas 412, sechsmal. Aber die Nordex-Anlagen hier sind das absolute Highlight. Also wegen dem bin ich eigentlich hauptsächlich hier. Ja, und die werde ich mir jetzt auch mal schön aus der Nähe anschauen. So, von hier aus sieht man die Anlagen jetzt nochmal ein bisschen besser. Alter, sieht das scheiße geil aus. Das ist ja echt der Hammer. Boah, Wahnsinn, ey. So eine fette Anlage auf so einem kleinen Turm. Sowas finde ich ja echt richtig geil. Das sieht man halt nur hier im Norden. In Baden-Württemberg könnte man sowas vergessen. Richtig geil. Das rote Blatt geht sogar über den roten Ring hinaus. Hammer, ey. Puh. Wenn ich mich vorstelle, was das für riesige Türme sind. Die 164 Meter Türme. Und dann so eine Riesenanlage auf so einem Mini-Turm. Das ist schon echt verdammt geil. Und schon wieder bei Varé. Die sind aber auch echt überall. Haben sie gerade eine Riesenbestellung bei Nordex gemacht für beide Windparks. Wahnsinn. Ja, ich schätze mal, dass es hier wahrscheinlich auch eine Höhenbeschränkung gab. Auch wegen Flugsicherung oder so. Vielleicht wegen dem Flughafen in Hannover, dass es hier eine Einflugschneise ist. Deshalb dürfen die Anlagen nicht höher sein. Aber es scheint sich ja zu rechnen. Ja, man sieht, die bewegen sich überhaupt gar nicht. Also die sind bestimmt noch verbolzt. Stehen auch in komplett andere Richtungen. Die eine steht da, guckt nach Süden, die andere nach Norden. Hier drüben die beiden nach Osten. Also, ja, wird es noch dauern, bis die sich endlich drehen. Da sieht man es auch nochmal, das eine rote Blatt ist in den Wind gedreht, die anderen beiden aus dem Wind gedreht, dass es sich nicht aufschwingt. Naja, ich werde mich jetzt mal drunter stellen und guck mal, wie tief der Rotor runterkommt. Ja, bei den Anlagen hier sieht man es jetzt auch nochmal richtig heftig, wie tief das Rotorblatt runterkommt.
Absoluter Wahnsinn, da ist echt nicht mehr so viel Platz. Also ich, ja, 30 Meter sind es bestimmt noch, aber es kommt einem jetzt so vor, als ob da echt nicht mehr viel Platz wäre. Schon echt verdammt krass. Kriege ich gar nicht ganz auf die Kamera. Drüben steht auch noch eine. Ja, die 426, die haben auch einen kleineren Turm. Ich schätze 116 Meter gibt es die, glaube ich. Hinten dran auch noch eine. Und da drüben dann eine Nordex nochmal. Und hinten dran, das sind dann 426. Und dann 412. Manchmal ein bisschen schwierig, den Unterschied zu erkennen. Die 426 laufen mal ein bisschen langsamer. Ja, ich werd mich jetzt mal unter dieses Monster stellen. Mal gucken, wie tief das Rotorblatt runterkommt. So, ich stehe jetzt unterhalb von einer der Anlagen und es ist einfach nur verdammt krass. Schaut euch das an. Wahnsinn, ey. Man könnte gerade meinen, die Rotorblätter könnte man anfassen. Richtig krass, ey. Wahnsinn. Das sieht bestimmt richtig Hammer aus, wenn die Anlagen mal laufen und dann auch noch bei Sturm oder so und der Rotor hier vorbeizischt. Boah, das sieht bestimmt richtig heftig aus. Extrem geil, so ein kleiner Turm. Richtig cool. Ja, ich glaube, es sind vier Stahlröhren. Ich habe mal gezählt, ich meine, es sind vier Stück. Sieht einfach richtig geil aus, wenn das Rotorblatt so tief runterkommt. Richtig geil. Ja, Wetter ist leider sehr trüb heute. Aber ich bin froh, dass es nicht regnet. Aber ja, man kann halt nicht immer schönes Wetter haben. Ja, die V126, die scheint schon in Betrieb zu sein. Die als Erweiterung gebaut wurden. Das sieht einfach so heftig aus. Dieser riesige Rotor auf dem kleinen Turm. Geil. Ja, ich werde jetzt trotzdem aber noch mit der Drohne hochgehen und mal nochmal alles von oben anschauen. Zum Abschluss stehe ich jetzt hier nochmal auf der anderen Seite bei den ganzen Vestas-Anlagen. Das sind Vestas 412, 6 Stück insgesamt. Und online steht 3 V126, aber ich habe jetzt 5 gezählt. Aber es stimmt ja auch nicht immer alles, was online steht. Manchmal ein bisschen schwierig aus der Ferne, 412, 426 zu unterscheiden, aber hier sieht man es ganz gut. Hinten die beiden sind 426, vorne dran eine 412. Erkennt man schon den Unterschied vom Rotor. 426 läuft auch dementsprechend langsamer. Da steht auch noch mal eine. Ja, und auf der Seite von der Straße hier stehen jetzt auch noch mal zwei Nordex. Das sieht so Hammer aus. Ich feiere diese riesigen Anlagen auf dem kleinen Turm hier im Norden so abartig. Würde mich echt mal interessieren, wie geil das aussieht, wenn die laufen. So was wird man in Baden-Württemberg nie zu sehen bekommen. Jetzt in Mauchenheim habe ich jetzt mal, oder Walheim, Freimersheim, Mauchenheim, Walheim. Da hatte ich jetzt mal eine gesehen auf 125 Meter, aber ja, 100,
5 Meter ist schon echt krass. Da im Hintergrund, da blinkt es auch. Da sind Enercon-Anlagen mit schöner heller Tagesbefeuerung. Ich glaube, es sind E70. Ja, und dann auf der anderen Straßenseite, da stehen dann nur Nordics. Da stehen die ganzen Nordics, wo ich gerade eben war. Kreuz und quer stehen sie. Ja, würde mich echt interessieren, wie es aussieht, wenn die Anlagen endlich laufen. Gibt ja einige YouTuber, die hier in der Region unterwegs sind. Die werden dann bestimmt berichten. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Im Anschluss folgt nochmal ein kleines Drohnenvideo. Ja, ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen. Mir ist echt verdammt kalt. Ist echt ungemütlich heute, also nicht so wie gestern, sondern echt kalt und ja, kühler Wind. Ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Bis dahin, halt die Ohren steif und bis bald.